Einen wunderschönen guten Tag hier aus Bayreuth, diesmal am Canale Grande. Der wundervollen Wagnerstadt Bayreuth, die eine ziemlich miese Unistadt ist, wie wir schon festgestellt haben im Vorgespräch. Das ist ja mein Start jetzt. Mein Gast ist Bruno Kramm. Was er macht, dazu komme ich gleich. Letzte Woche schalten ganz viele Menschen in Deutschland, die das eigentlich gar nicht machen dürfen, zum Millionen auf Movie2K, dem Nachfolger von Kinoteo, und können nicht Filme sehen und keine Serien sehen. Die sehen nur dein Gesicht. Und das von einem Hasen weiter unten. Genau. Also ich finde das spannend. Ich dachte mir, da macht jemand ein Video zum Thema Urheberrecht. Das hast du gemacht und ahnt nicht, dass sowas passiert. Und alle, die irgendwie sich was streamen und sonst was, sehen einen auf einmal. Wie ist das, wenn in wenigen Stunden zigtausende auf einmal dein Gesicht sehen? Naja gut, das mit den zigtausend, die auf einmal mein Gesicht sehen, das kenne ich ja noch von diversen Konzerten. Noch vor 4 Wochen hatte ich ja auf dem Wave-Gothic-Treffen in Leipzig wieder einen Auftritt. Und da waren, glaube ich, auch so 12.000 in der Agra-Halle. Also von der Seite her habe ich nicht so das Problem damit, dass einen zigtausende sehen, sondern mir ist es vor allem wichtig, wenn man schon die Möglichkeit hat, so ein großes Publikum anzusprechen, dann eben halt auch zu versuchen, inhaltlich ein bisschen was rüberzubringen, zu vermitteln. Und das war, glaube ich, auch so die Hauptidee von dieser Movie2K-Geschichte einfach. Was ist da genau passiert? Also die Leute gehen immer noch drauf und es ist immer noch eine Seite der Piratenpartei. Du bist Pirat, du bist, andere Parteien nennen Spitzenkandidat. Du hast Listen Platz 1 bei den bayerischen Piraten. Bruno Kramm, der Problembär Bayerns. Und warum haben die das gemacht, Movie2K? Ich denke mal, dass die Besitzer der Domain Movie2K, die ja, glaube ich, auch aufgeflogen sind, und wir stehen ja auch durchaus als Piraten kritisch zu File-Hostern, aber diesen Link auf uns gesetzt hatten, weil ihnen persönlich doch unabhängig von ihrem Geschäftsmodell, was nicht ganz koscher ist, weil eben sie dran verdienen, aber nicht die Urheber, dennoch auch der Meinung sind, der politischen Meinung, dass sich beim Urheberrecht gewaltig viel ändern muss. Und deswegen hatten die wahrscheinlich diese Verlinkung vorgenommen. Das hatte dann irgendwie nach 1-2 Wochen irgendein Pirat rausgefunden, dass es da eben anscheinend direkt auf unsere Seite führt. Und deswegen hatte dann ein kleines Team von Leuten diese Landingpage eingerichtet. Und da eben von mir dieses Video auch schon verfügbar war auf meiner Homepage, hat es einfach sehr gut dazu gepasst. Die Idee war eben auch, gerade den Leuten, die jetzt ganz bewusst Filme saugen wollen, aus welchen Motiven heraus auch immer, dass die sensibilisiert werden dafür, dass Urheberrecht nicht so eine einseitige Sache ist, hier reines Nutzerinteresse, hier Urheberinteresse, hier Verwerterinteresse, sondern dass im Zuge dieses digitalen Wandels, der stattfindet, dieses Urheberrecht einfach diese komplette Neuformulierung, diese Reformierung dringend braucht. Dazu können wir gleich nochmal kommen. Das ist ein sehr spannendes Thema, Urheberrecht. Ich will nochmal zu diesem Moment zurück. Also ich habe mir das ja dann auch mal angeguckt, sonst bin ich ja nicht da auf Movie2K. Ach so. Und sehe dein Video und dachte mir, ich gehe mal auf YouTube aufs Video dann und ich sehe, im Sekundentakt kommen da Kommentare. Ganz viele Nutzer, die total, die wollten Videos gucken und jetzt kommt so ein komischer Pirat und die denken, die Piraten haben jetzt Movie2K gekapert. Ja. Also da gab es hunderte. Man nennt das Shitstorm, oder? Oder ist das ein Shitstorm? Oder ja, wobei es halbe-halbe ist. Also zwei Drittel sind ja, glaube ich, positiv, auch so, die das Video positiv auffassen. Ein Drittel ärgert sich spontan einfach drüber, ohne das Video anzugucken. Dazu muss ich auch sagen, ich glaube sogar, dass einige sich nicht einmal das Video angeguckt haben, sondern direkt dann vielleicht auch ranten, weil halt die Erwartungshaltung, eine andere ist. Die sind im Moment stinkig, weil ihre Lieblingsplattform zum Konsumieren von Filmen plötzlich weg ist. Und ärgern sich natürlich dann in dem Moment über den ersten Besten, der da ist. Das mag durchaus dort auch eine Rolle spielen. Aber das hat nichts daran geändert, dass es uns einfach wichtig war, eben dort inhaltlich auch ein bisschen was zu platzieren. Und mich persönlich stört es jetzt auch nicht wirklich, ob da jetzt
positive oder negative Einträge da sind. Was mir wichtig ist, dass so ein Shitstorm, wie du das jetzt nennst, nicht irgendwie sowas komplett Destruktives bekommt, sondern dass letztendlich viele Menschen dann doch noch kapieren, die sich vielleicht auch mal ausgelassen haben, dass die Intention dahinter ja eine sehr, sehr positive und richtige ist. Darüber würde ich gerne reden. Also Shitstorm, das ist ja ein immer breiter werdenderes Feld, immer unterschiedlich. Was wird da im Netz passieren in den nächsten Jahren? Was glaubst du? Wie ist so ein Shitstorm? Wird das mit dir gemacht? Wie geht man damit um? Ich denke, jeder, der sich heutzutage irgendwie im Netz hervortut, sei es politisch, sei es kulturell, ich habe auch schon früher Shitstorms wegen meiner Musik bekommen, weil es Leute gab, die jetzt meine Songs scheiße fanden und dann geschrieben haben, was ist denn das für ein Rotz? Also das gehört ein Stückchen weit zu der digitalen Mündigkeit, die jeder irgendwie auch erlernen muss, dass er mit solchen Dingen umgehen kann und auch lernt, damit umzugehen. Und wenn er das nicht möchte, dann eben auch entsprechend sich anders verhält im Netz. Wie ist es mit Shitstorms innerhalb einer Partei? Also man hat ja jetzt ganz innerhalb viel gehört, der Partei. Innerhalb einer Partei und in dem Fall der Piratenpartei, da sieht man das ja oft, dass dann wirklich so eine Schlammschlacht entsteht und so weiter. Also das hat ganz viel damit zu tun, dass es vielleicht bei uns mehr auffällt als bei anderen Parteien, Punkt 1, da wir sehr aktiv eben diese neuen Medien nutzen. Aber Punkt 2, was auch das wesentliche Experiment der Piraten ist, eben wegzugehen von diesem klassischen Top-Down-Denken, also Hierarchie, von oben wird befohlen, wie was funktioniert, ein Programm vorgegeben, es wird nach unten weitergereicht, sondern bei uns diese basisdemokratische Beteiligung, wo jeder quasi plötzlich die Option hat, mit seiner Stimme als eigene Meinung dazustehen, was in der Form bei anderen Parteien nicht so gegeben ist. Jetzt kommt aber das Problem dazu, dass viele Menschen mit dieser neuen Möglichkeit noch gar nicht richtig umgehen können. Das liegt auch daran, wir sind allesamt, jeder von uns, in Top-Down-Strukturen, in Hierarchien groß geworden. Wir haben in der Schule Hierarchien gelernt, wir haben im Arbeitsleben überall Hierarchien gelernt. Und dieses Experiment, sich dort von solchen Hierarchien zu lösen, bedeutet halt auch ein Stückchen weit, erstmal zu experimentieren. Und viele Menschen haben damit jetzt noch de facto ein Problem. Das heißt, sie haben auch nicht gelernt, dass diese Möglichkeit, sich zu äußern mit seiner einzelnen Stimme auch bedeutet, ich nenne es immer ganz gern, eine Demut vor der Vielfalt zu entwickeln. Demut vor der Vielfalt bedeutet, wenn ich zu einer Mehrheitsmeinung gehöre, dass ich nicht arrogant auf Minderheitsmeinung rumtrampeln darf. Es bedeutet aber mindestens genauso, dass diejenigen, die eine Minderheitsmeinung haben und plötzlich die Macht haben, sich sehr offensiv zu äußern, auch lernen müssen, damit sehr verantwortungsvoll umzugehen. Und das ist genau das, was ich mit diesem Begriff Demut vor der Vielfalt meine, dass Menschen lernen müssen, damit umzugehen. Und da sind wir als Piraten auch ein Experiment. Unsere Gesellschaft wird sich nachhaltig hinentwickeln zu Basisbeteiligung. Egal, ob das die Piraten machen oder andere. Der digitale Wandel hat diese Möglichkeit den Menschen an die Hand gegeben. Die Menschen nehmen es wahr. Es gibt Gesellschaften, wo Crowdsourcing schon längst angekommen ist, wo Open-Government-Strukturen funktionieren, wo direkte Bürgerbeteiligung funktionieren. Auch unsere Nachbarn, die Schweizer, sind schon sehr, sehr viel weiter, wenn es um Volksbegehren und Ähnliches geht. Das wollen die Menschen. Aber das müssen Menschen auch lernen. Und da sind wir Piraten, glaube ich, ein wunderbares Experiment, genau daran zu arbeiten. Du bist Musiker, du bist Politiker. Muss man Soziologe auch zusätzlich sein, wenn man aktiv ist, politisch aktiv und vor allem jetzt auch also eine Mediensoziologie beherrschen? Also sag mal so, Soziologie ist schon immer ein Teil von Politik gewesen. Man könnte jetzt sagen, naja, Moment, du bist jetzt Sachpolitiker, du kümmerst dich um Urheberrecht oder du Sachpolitiker für Energiewandel. Was hat das mit Soziologie zu tun? Die Vermittlung von Inhalten, von Wandel, von Strukturen in einem positiven Sinne zu verändern, braucht immer Soziologie. Und es ist schon was anderes, als vielleicht irgendein bayerischer Innenminister je angewandt hat, was du jetzt dir wünschst.
Ja gut, sicher, aber das ist vielleicht auch gerade der wesentliche Unterschied. Dieser bayerische Innenminister, der ist groß geworden in Top-Down-Strukturen. Für den ist es normal, dass was er sagt, dass das Gewicht hat und dass es jeder so wahrnimmt. Für mich als Politiker der Piratenpartei bedeutet es, wenn ich meine Meinung sage oder auch Parteimeinung versuche darzustellen, dass es automatisch Gegenstimmen generiert und dass ich damit auch anders umgehe. Wo der CDU-Innenminister die ganze Sache abbügelt oder nicht mal kommentiert, nehme ich mir die Mühe und versuche mich damit auseinanderzusetzen, weil dieser Diskurs eben mit der Vielheit von Meinungen eben auch dazu führt und das vor allem mit den modernen digitalen Möglichkeiten eben Meinung und Prozesse auch zu crowdsourcen und dadurch zu Lösungen zu kommen, die nicht nur dem entsprechen, was eine kleine Lobby von Interessenvertretern umsetzen möchte, sondern was den Menschen in ihrer Allgemeinheit dient. Und das ist vielleicht der Unterschied auch unseres politischen Systems und deswegen erst recht ist es so wichtig, dass wir damit experimentieren. Letzte Frage zum Thema Shitstorms. Also, du gehst da sehr weise damit um und willst damit irgendwie mit Demut umgehen und so weiter. Wenn man ehrenamtlich aktiv ist, also Politik betreibt, sich engagiert und so weiter und dann kommt so ein Shitstorm, der wirklich unter die Gürtellinie ist. Gibt es so Momente, wo man sagt, ach, macht doch euren Scheiß selber und alleine? Also sag mal so, wenn es ums Inhaltliche geht, jemand inhaltlich kritisiert, dann kann ich damit umgehen. Ich mag es nicht, wenn Leute wirklich ausfallend auf einer vulgären Ebene werden. Das kann ich aber auch ausblenden. Wo es wirklich wehtut, ist, wenn es von Leuten kommt, die es eigentlich besser wissen, aber dann ein Stückchen weit aus Hass. Ich merke das zum Beispiel immer wieder aus meiner eigenen Branche, der Musikbranche, wo Leute dann wirklich mit Hass auf einen einprügeln. Da kam zum Beispiel von einem Verbandschef der Spruch, ich würde Methoden wie der Stürmer gegen den Zionismus im Dritten Reich verwenden, was mir dann einfach wehtut. Noch dazu als wirklich aktiven, schon immer aktiven Antifaschisten. Das ist Hass. Und mit Hass in der Form ist es schwer, sich auseinanderzusetzen. Aber wie geht man mit jemandem um, der einfach mal was kaputt machen will, zerstören will? Ich glaube, man muss ihm immer wieder versuchen, ganz demütig beizubringen, dass es der falsche Weg ist und versuchen, auf eine sachliche Ebene zu holen. Also bei Kindern ist es so, wenn du kleine Kinder hast, dann haben die auch so Phasen, wo sie Dinge unbedingt kaputt machen wollen. Also du baust zum Beispiel mit Bauklötzen irgendwie was Wunderschönes und das Kind ist gerade trotzig und will es kaputt hauen und haut es auch kaputt. Da musst du dem Kind immer wieder klar machen, schau. Anstelle, dass du es vielleicht ein bisschen so umgebaut hättest, damit was rauskommt, was dir besser gefällt oder was rauskommt, wo du siehst, du bist selber dran beteiligt, zerstörst du so nur alles. Da ist gar nichts mehr da. Es ist leicht, Dinge kaputt zu machen, aber es ist schwer, Dinge aufzubauen. Und ich glaube, wenn man von der Basis ausgeht, und sagen wir mal ehrlich, Hass ist immer ein sehr, sehr niederer Instinkt, der nur auf einer rein emotionalen, schwer rational begreifbaren Ebene stattfindet, muss man eben dann auch das Ganze vielleicht so ein bisschen von so einem, wie du schon vorher sagst, soziologischen Aspekt her betrachten und dann auch versuchen, positiv umzudeuten. Kommen wir nun zu deinem Top-Thema, Urheberrecht. Ja. Kannst du mir in kurzen Sätzen erklären, wie ist das Urheberrecht jetzt und wie würdest du es dir wünschen? Und die dritte Frage schicke ich noch nach. Wieso gibt es auch eine Menge Künstler, die gegen diese Vorschläge der Reformen sind? Bitte. Das Urheberrecht jetzt entspricht einer Zeit, wo es vor allem eine ganz klare Lobby von Verlegern war, die bestimmt haben, wie Dinge ausgewertet werden. Deswegen sind natürlich vor allem verwertungsrechtliche Aspekte im Vordergrund und gar nicht die Möglichkeiten des Urhebers selber. Wir haben den digitalen Wandel, der plötzlich Menschen ganz neue Möglichkeiten auch selbst an die Hand gibt, kreativ zu sein. Und deswegen ist es wesentlich, sich Gedanken darüber zu machen, ein Recht auf Remix zu entwickeln. Menschen müssen die Möglichkeit haben, das gehört zu kultureller Bildung und vor allem auch zum Thema digitale Mündigkeit zu entwickeln, selbst zu schöpfen. Sie brauchen das Recht auf Remix. Wir brauchen aber auch
das Recht auf freie Bildung für jeden, freien Zugang dazu. Dazu brauchen wir eine Bildungsschranke. Wir müssen uns Gedanken machen über die Verkürzung von Schutzfristen, nicht alleine, weil die Entwicklungstempi heutzutage so unglaublich schnell geworden sind, dass 70 Jahre nach dem Tod unglaublich lange ist und letztendlich gar nicht so sehr dem Urheber dienen, sondern vor allem Verwertern, die Auswertungsrechte dran haben. Und zu guter Letzt, wir müssen darüber nachdenken, dass der Begriff Privatkopie in einem Zeitalter, wo ein soziales Netzwerk eben nicht nur 5 Freunde sind, sondern Tausende von Freunden, auch einen ganz neuen Begriff bekommen. Und wenn man diese Dinge alle zusammennimmt, plus die Diversifizierung, also die Vielheit von kulturellen Schöpfungen, die alleine dadurch entsteht, dass eben mehr Menschen heutzutage Vertriebswege bekommen, all diese Dinge an die Hand bekommen und deswegen teilnehmen können und sich auch produzieren möchten, müssen wir auch Methoden entwickeln, wie Menschen die Möglichkeit haben, diese Vielfalt von Kultur wahrzunehmen. Und das File-Sharing, eine Grundtechnologie, wo ich immer sage, die gehört heutzutage zur digitalen Mündigkeit, wie das Bedienen einer Suchmaschine. Zu dem Punkt, warum viele Urheber damit nicht klarkommen und auch nicht nachvollziehen können, warum die Piraten dieses Urheberrecht reformieren wollen, das liegt in erster Linie daran, dass viele, viele große Konzerne, Verlegerkonzerne, Verbände lange Zeit eine unglaubliche Kampagne, Schmutzkampagne gegen jede Form von Reform des Urheberrechts losgetreten haben. Und da wird unglaublich viel nachgeplappert und nicht wirklich sinnvoll reflektiert. Da ist letztendlich hängen geblieben, Piraten wollen ja nur, dass Leute quasi gratis alles saugen können. Die Piraten, die sind quasi diejenigen, die diesen Begriff der Gratiskultur in der Gesellschaft, kostenlos Mentalität, aber und sind dann überhaupt nicht offen zu begreifen, worum es eigentlich geht. Auf der anderen Seite, und das ist das Faszinierende, da, wo das Urheberrecht Urheber wirklich limitiert, ohne Ende, angefangen, Sampling, es gab jetzt erst das Urteil Metall auf Metall 2, wo letztendlich ein Urheber untersagt wird, wenn er jetzt Samples nimmt, ein neues Stück draus bastelt, wo er dann letztendlich alle seine Lizenzansprüche verliert, oder die Unterscheidung zwischen Coverversion und Bearbeitung, wo jeder sagt, ich mache lieber eine Coverversion, weil dann werden mir wenigstens nicht die Lizenzen weggenommen, sondern nur die Urheberrechtslizenzen, während wenn ich versuche, eine Bearbeitung durchzubringen, brauche ich einen großen Verlag, der für mich überhaupt das Clearing der Rechte regelt. All diese Dinge. Da wird Urhebern plötzlich doch bewusst, Moment, da ist schon was dran. Auch die Reformen der Verwertungsgesellschaften, all diese Dinge. Aber die Problematik ist, dass große Konzerne, die an den alten Modellen der Auswertung festhalten, einfach mit der Stärke ihrer Verbände schaffen, dieses Bild von Piraten, die nur Gratiskultur wollen, immer wieder zu manifestieren. Und dagegen wehren sich natürlich Urheber, weil sie natürlich dann auch empfinden, meiner Schöpfung wird keine Wertschätzung entgegengebracht. Und das ist ein Riesenproblem, weil wir sind dafür, für Wertschöpfung gegenüber. Es gibt nichts Großartigeres als schöpfende Menschen. Schöpfende Menschen, die Werke erschaffen, die tun niemanden Unrecht, die bringen keine Gewalt in die Welt, sondern versuchen, Brücken zu schlagen. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Fähigkeit des Menschen. Und die wollen wir natürlich schon honorieren. Nur brauchen wir andere Honorierungsmodelle. Und jetzt kommt noch ein weiterer Punkt. Wir können nicht anfangen, nur weil wir glauben, dass ein Rechtsmittel verletzt wird, nämlich zum Beispiel die Auswertungsrechte von Plattenfirmen, auf der anderen Seite ein anderes Rechtsmittel, was noch viel wichtiger und wesentlicher und eine höhere Güte hat, nämlich das Schätzen der Privatsphäre, das Schützen der Privatsphäre, die erst recht im digitalen Zeitalter gefährdet ist, das dafür auszuhebeln. Man kann nicht ein Rechtsgut mit einem anderen letztendlich ersetzen. Dankeschön. Gerne. Und doch eine Frage noch zum Schluss, weil das Thema ist, was mich im Moment am meisten einnimmt und beschäftigt. Du bist ein bisschen später gekommen heute zum Termin, weil du meine Tochter noch aus dem Kindergarten abgeholt hast. Die war ein bisschen knatschig, weil sie gerade den Mittagsschlaf hatte. Und dann habe ich sie zur Großmutter gebracht. Und deswegen hat es ein paar Minuten länger gedauert. Und du hast gesagt, Papa werden hat alles, aber auch alles in deinem Leben verändert. Oh ja, total. Sag mir doch, wie ist Papa sein? Papa sein ist wundervoll. Also damals, meine Tochter ist jetzt 4 Jahre, also 3 Jahre, wird jetzt 4 im August. Und
Ja, was hat es alles verändert? Da ich davor vor allem als Musiker unterwegs war, auf der ganzen Welt, auf Tournee, egal ob in Südamerika, USA, Europa, Russland, Asien, entwickelst du mit der Zeit, wenn du es viele Jahrzehnte machst, also 2 Jahrzehnte, so eine bisschen sehr egozentrische Weltsicht, weil ja eh jeder immer Laufendes tut, was du möchtest. Und das, die Geburt meiner Tochter hat plötzlich eine Sichtweise verändert, nämlich wieder mehr auch über sie zu lernen, über mich selber, zu sehen, wie sie die Welt sieht und eben statt diesem Prinzip von mir, ich will, dieses Prinzip von du und wir gemeinsam und erst dadurch, dass wir gemeinsam glücklich sind, die Befriedigung zu erfahren, was früher keine Rolle gespielt hat. Und da habe ich unglaublich viel von meinem Kind gelernt. Das hat meine Welt verändert. Das hat aber auch bedeutet, ich habe plötzlich unglaublich viel Verantwortung, die ich früher einfach nicht zu tragen hatte. Und das ist, es ist wundervoll und es ist großartig. Und letztendlich hat mich auch meine Tochter dazu gebracht, mich politisch stärker zu engagieren. Hat sie gut gemacht. Danke. Ich danke dir für das Gespräch. Sehr gerne. Und bis bald. Wir werden uns im September nochmal sehen. Yes. Klasse. Und ich bedanke mich auch bei euch, meine lieben Abonnenten. Mein nächster Gast ist Matthias Wildenbacher, Chef von Juwi und der will der Kanzlerin ein Milliardengeschenk machen. Sein neues Buch, ein unmoralisches Angebot an die Kanzlerin, beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.